Ja, willkommen zum neuen Video. Heute geht es um Band 3 der Kommissario Morello-Reihe. Das Ganze heißt Falsche Freunde und der Name ist Programm, aber nicht bei Morello, sondern bei den Verdächtigen der Mordermittlung. Denn im Kern geht es hier um einen Herrn Salini, Paolo Salini, und der ist Buchhalter und wird ja erstmal ermordet mit einem Rohr. Soweit, so gut. Jetzt ist das Besondere, dass dieser Salini eben Buchhalter von ganz besonderen Menschen ist. Und zwar vor allem von einem reichen Venezianer, der von den Dogen abstammt. Die Dogen haben ja irgendwann mal über Venedig geherrscht. Und Salinis Hauptkunde war ebenso wie er ziemlich geld- und machthungrig. Im Hintergrund ist da noch ein zweiter Fall, und zwar soll das Kommissariat mit einer KI, mit Athena genannt, Taschendiebe aufspüren. Und man erfährt noch so ein bisschen über die Tricks und sowas von Taschendieben. Verschiedene, ja, zum Beispiel so die Jackenmasche, wo die mit so einem Jacke oder Mantel über dem Arm in Restaurants gehen, dann stolpern sie, sitzen sich am Stuhl ab und nehmen unter der Jacke irgendeine Handtasche mit und so. Ist auch ganz spannend, ist aber so ein bisschen am Rande, denn eigentlich geht es ja um den Mordfall. Und weil eben dieser Salini so ein bisschen egoistisch, geldgierig und machthungrig ist, gibt es eben sehr viele Leute mit Motiv. Also da muss Morello und Co. und sein Team, die müssen da gar nicht so lange suchen, denn ja, es finden sich direkt drei, vier, fünf Leute, die theoretisch die Mörder sein könnten. Das Problem ist jetzt aber nun, da Salini, also unser toter Steuerberater, ja für einen sehr einflussreichen Venezianer gearbeitet hat, für den Herrn Gabbia, dass dieser Gabbia Beziehungen unterhält in die obersten Polizeietagen. Das heißt, Morello ermittelt hier sozusagen nicht gegen, aber gegen Personen, mit denen sein oberster Chef, der Questore, verbandelt ist und auf dessen Partys er geht. Und nach und nach entdeckt Morello eben so ein feines Netz aus, ja, kann man es schon Korruption nennen, auf jeden Fall sehr, sehr nah dran. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, denn ich möchte immer, dass ihr die Bücher auch mögt und lest. Und jetzt will ich noch so ein bisschen zum Flair und Vibe des Buches. Das ist hier wieder sehr viel Venedig-Lokalkolorit drin, also man lernt die Stadt kennen, man lernt die Bewohner kennen, man lernt die Stadtteile kennen und so die Sorgen und Nöte der Leute. Und man erfährt auch immer wieder, was Morello kocht, für Musik hört oder für Bücher liest. Ich habe mir jetzt mal zwei Sachen aufgeschrieben. Morello, der hört von Lucio Dalla Balla Balla Ballerino oder den Song Dune Moss von Miles Davis Zucchero. Kenne ich jetzt nicht, habe ich mir aufgeschrieben, wollte ich mal anhören, ob die was für mich sind. Und diesmal liest auch Venedig Venedig liest ein Buch, Morello liest ein Buch, und zwar von Alessandro Manzoni, Die Verlobten. Und das ist angeblich der berühmteste und meistgelesene Roman in italienischer Sprache. Wusste ich auch noch nicht, aber scheint hier, also steht zumindest in dem Krimi. Hinten sind auch wieder die Rezepte von Morello, ihr kennt das aus den anderen Werken. Und ich glaube, ab dem zweiten haben die Rezepte reingemacht, im ersten glaube ich nicht. Wahrscheinlich hatten die Leute das angefragt und das finde ich immer sehr geil. Also vielleicht werde ich irgendwann mal eins dieser Rezepte nachkochen, denn Morelle und auch die italienische Küche ist ja immer so einfach und trotzdem sehr, sehr lecker. Man braucht nicht hunderte Zutaten, aber trotzdem ein richtig geiles Gericht. Und im Kern ist es natürlich so, dass dieses Buch viel mehr bietet als den eigentlichen Fall. Es ist eine Geschichte um Freundschaft und Verrat, um Zusammenhalt, aber auch um Politik und Korruption. Und wie in den ersten beiden Bändern ist Morello ja nicht freiwillig in Venedig, sondern kommt eigentlich aus dem sizilianischen Raum, aus Kefalu und möchte dann natürlich wieder hin zurück. Und das kann er sozusagen, sobald er diesen Fall löst. Aber ob er dann wirklich zurückgeht, das ist eher nicht so, denn am Ende scheint es dann doch, dass er in Venedig bleibt. Ich möchte jetzt nicht so ganz viel vorwegnehmen. Besonders ist auf jeden Fall noch, dass die Pläne, die die Bösen in diesem Buch haben,
Eben Venedig ein bisschen exklusiver für Touristen als irgendwie Disneyland zu vermarkten und sowas alles. Ich möchte jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber das ist, haben die Autoren im Nachwort geschrieben. Wirklich, das ist wirklich der Fall, dass die manche Leute das so mit Venedig vorhaben und dann, ja, auf die Leute, die da wohnen, nicht so viel Acht geben und die müssen dann irgendwie raus, weil die Mieten erhöht werden und so weiter. Für irgendwelche Luxusgedönse und das ist natürlich sehr, sehr schade. Und diese Thematik spricht das Buch hier eben an, in einem, ja, spannenden Kriminalfall, kann man nicht anders sagen. Ihr habt schon gemerkt, von mir gibt es 5 von 5 Sterne. Also, wenn ihr Krimis mit viel Lokalkolorit mögt, dann ist auf jeden Fall für euch. Es gibt vielschichtige Charaktere, es gibt sehr viel Venedig-Vibes. Und an dieser Stelle sei nicht nur Band 3, sondern auch die ersten beiden empfohlen. Wenn ihr die Chance habt, liest die Reihe doch am besten in der richtigen Reihenfolge. Dann kriegt man so ein bisschen die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Büchern und Hintergründe und so besser mit. Ja, auf jeden Fall Band 3 sehr gut vom Autorenduo Schorlau und Caiolo. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!